Ich heiße Chantal Perrin-Jacquet und heute erzähle ich dir mehr über das Hellspüren, also eine der möglichen Hellsinne, wie sie sich bei dir zeigen. Hellsinne aktivieren oder zeigen dir die feinstoffliche Wahrnehmung an, so wie die körperlichen Sinne dir andere Wahrnehmungen anzeigen, ist es auch bei der Energie möglich. Energetisch kannst du über die Hellsinne wahrnehmen. In diesem Video erzähle ich dir mehr über das Hellspüren. Alles, was du mit deinen Organen, über deine Organe wahrnimmst, was nicht mit dir zu tun hat, also von außen die feinstoffliche Fremdwahrnehmung, alles, was über die Organe wahrnehmbar ist oder über deine Haut, zum Beispiel ein Lufthauch oder ein Streicheln, das ist Hellspüren. Ein Beispiel ist, wenn ich medial schaffe mit der geistigen Welt, dann kann es vorkommen oder es passiert auch bei anderen sehr oft, dass man diesen berühmten Lufthauch spürt. Das heißt, die Präsenz eines Geistwesens oder das Vorbeigehen dieses Geistwesens kann von dir über die Haut gespürt werden. Ne? Oder wenn sie dich streicheln, das gibt es manchmal auch, dass sie dich ganz liebevoll an der Wange streicheln, wenn du zum Beispiel einschläfst. Oder mir ist auch schon passiert, dass ich ganz zu Beginn vor allem, dass ich nachts aufgewacht bin, weil ich spürte, dass mir jemand über die Wange streicht. Und das ist ein Liebesbeweis eines deiner Teammitglieder, deines geistigen Teams. Und das bedeutet natürlich nicht, dass sie dich erschrecken wollen, sie wollen dir keinen Schreck einjagen, Angst schon gar nicht, sondern dir zeigen, wie lieb sie dich haben. Wenn die geistige Welt sich über das Hellspüren bei dir meldet, ist für dich auch noch interessant zu wissen, dass das für sie recht anstrengend ist, diese Bewegung für dich so wahrnehmbar zu aktivieren, weil sie sind ja nicht mehr verkörpert unterwegs. Hätten sie noch einen Körper, dann würden wir sie ja quasi in Fleisch und Blut sehen. Aber ein Medium, das hellsichtig ist, das erkläre ich in einem anderen Video, kann dir gerade sagen, welches, in Video Nummer 14, wenn du das suchen möchtest, ein hellsichtiges Medium kann den Aurakörper einer verstorbenen Person oder eines Geistführers oder auch eines Engels sehen. Aber diese Form von Körper, die wir kennen, die wirklich materialisiert ist, die hat ein Geistwesen nicht oder nicht mehr. Und deshalb ist es für sie sehr anstrengend, diese Berührung, ne, von unserem Körper so herzustellen, damit wir sie über den Körper wahrnehmen. Deshalb ist es auch oft so, dass diese Berührungen sehr, sehr sanft sind. Aber es hat auch mit deren Liebe zu tun, mit deren Ausdruck. Sie möchten uns sagen, dass sie da sind, dass sie uns unterstützen, dass sie uns lieben und dass du nicht alleine bist. Das Hellspüren allerdings kannst du auch sensitiv wahrnehmen. Medial ist ja alles von der geistigen Welt, das nimmst du vorwiegend in deinem Rückenbereich, Schulter, Hals, Nacken wahr, je nachdem wie du funktionierst. Sensitiv allerdings ist vorne sehr große Aktivität. Das ist dann, wenn du alles Verkörperte wahrnimmst, sprich jetzt ein Mensch, ein Tier, Pflanzen, aber auch Gegenstände sind ja verkörperte Energie, das ist Sensitivität. Und wenn du sensitiv hell spürst, dann kann das sein, dass zum Beispiel, wenn ich passiert mir sehr oft, wenn ich eine Sitzung habe mit einer Klientin, ich habe mich vorher natürlich geistig und seelisch ausgerichtet, mich konzentriert auf meine innere Mitte, damit ich schön in der Ruhe und aus meiner Ruhe heraus mit bester Ausgangslage für meine Kundin da bin. Das wiederum hilft mir auch, eine Art Schutz zu mobilisieren. Ich sage dem Schema F, da erfährst du auch später in einem anderen Video mehr dazu, wo ich auch sage, warum man sich schützen soll.
Das findest du im Video Nummer 30. Und wenn ich da so ausgeglichen dann mit meiner Kundin in Kontakt komme und dann meine Hellorgane, sage ich mal, aktiviert werden, dann weiß ich genau, es ist wirklich ihre Energie und nicht meine. Und das zeigt sich zum Beispiel so, dass ich plötzlich einen verkrampften Magen habe. Und dann weiß ich, der Magen meiner Kundin ist verkrampft. Oder wenn ich Kopfweh kriege. Oder einen engen Hals oder Atemnot. Oder vielleicht auch das Gefühl habe, ich habe jetzt ganz fest Bauchweh unten rechts. Je mehr ich übrigens auch über meine Organe Bescheid weiß, wo die sitzen, wo die liegen, umso besser kann ich auch nachher meiner Kundin dienen damit. Und auch natürlich sage ich ihr nicht, hast du einen verkrampften Magen? Hier habe ich natürlich eine Verantwortung, dass ich das liebevoll formuliere und somit auch das Feedback kriege, weil es hat immer einen Sinn, warum ich das in dieser Sitzung wahrnehme, warum das jetzt hier präsent wird. Und das hat immer auch einen Zusammenhang mit dem Sitzungsinhalt. Also mit dem Beispiel kann ich allenfalls sagen, ich nehme jetzt gerade in meiner Magengegend etwas wahr, es fühlt sich an wie ein Krampf oder als ob der Magen sich da zusammenschnüren möchte. Und ich spüre auch, das ist nicht von mir, als ob es von dir ist, macht das Sinn? Spürst du jetzt gerade sowas oder hast du im Alltag manchmal solche Beschwerden? Und du siehst, also ich schildere von mir aus, was ich wahrnehme und interpretiere nicht einfach. Ich sage nicht einfach, du hast jetzt Magenschmerzen oder verkrampften Magen. Manchmal weiß es die Kundin auch noch nicht. Sie ist es sich gar noch nicht bewusst. Sie ist vielleicht sehr aufgeregt wegen der Sitzung oder etwas von etwas, was sie vorher gerade erlebt hat. Und von daher wird es ihr erst bewusst, weil ich sie so liebevoll frage. Hell spüren gibt es auch aktiv und passiv. Aktiv war das Beispiel jetzt von mir vorhin, wenn ich es wirklich gerade an meinen Organen direkt spüre, diese fremde Energie. Und passiv ist, wenn ich eine Art Idee davon kriege. Also es kann auch sein in der Sitzung, wenn ich mit meiner Klientin arbeite und dann kriege ich eine Art Idee oder wie eine Erinnerung von diesem Magenkrampf. Aber es passiert hier nicht. Und dann, weil ich inzwischen auch natürlich sehr gut trainiert bin, nehme ich auch diesen Impuls vom passiven Hellspüren ernst und versuche das in die Sitzung hineinzuflechten, weil ich weiß, das hat seinen Sinn, dass das jetzt sich gemeldet hat. Aber wie gesagt, auch alles, was über die Haut wahrnehmbar ist, nicht nur über die Organe, ist Hellspüren. Ja, manchmal gibt es tatsächlich Menschen, die haben Beschwerden, die nicht ihre eigenen sind. Und gerade Menschen, die sehr feinfühlig sind und noch nicht sich bewusst sind, dass sie mehr Reize wahrnehmen als der 0815 Mensch in unserer Gesellschaft, die leiden dann sehr darunter und die meinen vielleicht auch öfter krank zu sein und verstehen es gar nicht. Und oft ist es gar nicht das eigene, sondern es ist was Fremdes, weil einfach diese Dünnhäutigkeit, kann man auch sagen, dazu führt, dass man gerade bei Menschen, die einem nahestehen oder Menschen, die an einen denken, dass man deren Befindlichkeit am eigenen Körper spürt. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass du lernst, das zu unterscheiden. Was ist meins, was ist nicht meins? Was ist meine Beschwerde, was ist eine fremde Beschwerde? Das ist in einem ersten Schritt mal wichtig. Und in einem zweiten Schritt wirst du lernen, wie du das auch trennen kannst, dass es dir gar nicht so nahe kommt, dass du dann nur die Beschwerde erkennst, aber nicht darunter leidest. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, der massiv zu deiner besseren Lebensqualität beiträgt. Und gerade in der heutigen Zeit werden immer mehr Menschen aufmerksam auf ihre Feinfühligkeit, auf ihre Hellsinne und wissen leider gar nicht, wie damit umgehen. Falls es ihnen überhaupt bewusst wird, meistens sind sie einfach mit den Symptomen konfrontiert. Und da ist es aber so wichtig, dass man darüber Bescheid weiß
Und dass man auch weiß, dass man das lernen kann, das bewusst wahrzunehmen und auch lernen kann, sich ein bisschen abzugrenzen und besser für sich zu sorgen. Denn das ist ganz wichtig. Wenn du auch so ein Mensch bist, der mehr wahrnimmt als andere, dann bitte ich dich, dich hier wirklich ernst zu nehmen und ganz liebevoll mit dir umzugehen. Schau dich um, wer dich hier trainieren könnte, wer dir das zeigen könnte, damit du wirklich bodenständig und nicht irgendwie abgehoben mit irgendwelchem, ich sage es bös, esoterischen Blabla abgespeist wirst, sondern wirklich ernsthaft dich trainieren kannst und für dich, für deinen Alltag, für dein Wohlbefinden lernen kannst, wie es dir einfach besser geht damit. Denk daran, du bist nämlich wichtig und es hat seinen Sinn, dass du mehr wahrnimmst und dir mehr bewusst wird als anderen Menschen. Ja, das war das heutige Video zum Thema Hellspüren. Ich danke dir für dein Interesse und falls dir das Video gefallen hat, bitte ich dir, like es und teile es auch. Hilf mir, meine Botschaft zu verbreiten, weiterzugeben. Und falls du in Zukunft zeitnah über meine neuen Uploads informiert werden möchtest, dann abonniere doch meinen Kanal. Ich freue mich sehr. Bist du in meiner Energie. Tschüss.